In der heutigen Ausgabe zeige ich euch, wie ihr mit 6 Reisen den Lufthansa Miles & More Honsorge-Status erreichen könnt. Ich zeige euch aber auch, wie ihr mit einigen anderen Strategien den Status erreichen könnt, mit einigen Tipps und Tricks, wie ihr ihn wirklich schneller bekommt. Damit ihr das erfahrt, bleibt dabei. Es geht nach dem Intro weiter. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Ihr habt es ja gemerkt, diese Woche ist mehr Status als alles andere. Die Lufthansa hat uns also mit ihren Aktionen positiv überrascht. Heute geht es um den Honsorge. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, denkt daran, Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefällt. Daumen runter, wenn euch das Video nicht gefällt. Vergesst aber nicht, den Grund zu nennen, damit ich davon auch lernen kann. Und wie immer der Abonnierbefehl. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Die Glocke auch aktivieren. Lasst uns direkt auch wieder ins Thema einsteigen, Honsorge Meilen. Wir müssen erstmal schauen, was sind Honsorge Meilen? Honsorge Meilen sind im Prinzip Statusmeilen, aber diese Statusmeilen sind so speziell, weil sie nur auf bestimmten Fluggesellschaften erflogen werden. Wenn ihr jetzt also den Senator erflogen habt oder den FTL davor natürlich, dann müsst ihr einfach schauen, ob ihr das alles auf der Lufthansa-Gruppe und ihren Partnern erflogen habt. Das sind die LOT, das ist die Luxair, das ist die Croatia Airlines. Lufthansa Private Jet, wer halt das Privileg hat, auch mal Private Jet zu fliegen. Ansonsten natürlich die Lufthansa Group Member. Ich nenne als erstes Brussels und Eurowings, dann die Lufthansa Swiss und die Austrian. Das sind die Fluggesellschaften, mit denen ihr Honsorge Meilen sammelt. Schaut einfach nach mit dem Senator, den ihr erflogen habt, oder aber den Frequent Traveler. Dann seht ihr, wie viele Meilen euch noch fehlen. Im Regelfall solltet ihr, wenn ihr alles auf den Lufthansa-Fluggesellschaften erflogen seid und die ich genannt habe, 100.000 und ein bisschen haben in Lufthansa-Statusmeilen und damit auch gleichzeitig dann Lufthansa-Honsorge-Meilen unter der Prämisse, die ich auch eben nannte. Ganz wichtig. So, dann gehen wir hin und schauen einfach mal weiter, wie können wir dann die fehlenden 500.000 Meilen erfliegen. Die kann man ganz einfach erfliegen. Ich werde es immer wieder erwähnen. Den First Class Sale zum Beispiel aus Helsinki. Es gibt ihn auch in Stockholm, es gibt ihn auch in Kopenhagen, es gibt ihn auch in Oslo. Und haben wir was vergessen? Tallinn gibt es ihn auch zum Beispiel. Aber es wechselt immer wieder. Dieser Sale gilt jetzt bis zum 14. Februar 2021. Wenn ihr natürlich später schaut, es wird immer wieder Sales geben. Oder wenn ihr sagt, hey, ich will aber noch kein Commitment machen, dann wartet einfach, es werden weitere Sales kommen, weil die Zeit leider nicht für die Aviation gut aussieht. Gut für uns als Passagiere. Ja, dann gehen wir einfach hin und schauen uns mal einen First-Class-Flug an. Ich habe jetzt mal in mein schlaues Büchlein ein paar Sachen reingeschrieben, damit jemand nicht denkt, ich würde euch irgendwas sagen. Auf jeden Fall, Ziele sind zum Beispiel in der First Class Bangkok. 2.699 Euro geben euch 20.648 Meilen in der First Class von Helsinki über Frankfurt nach Bangkok. Peking ab 2.999, die Preise sind immer für 2 Leute, also das ist doch ein geiler Preis in der First Class. Buenos Aires, was die längste Strecke in der Lufthansa im Netzwerk ist, kostet 4.399 aufwärts, bringt aber 25.702 Meilen. Und immer wieder diese Strecke, ganz wichtig, diese Strecke ist immer One Way. Das heißt also, ihr müsst sie verdoppeln und dann nochmal verdoppeln, also eigentlich vervierfachen. Warum? Ganz einfach, weil ihr natürlich hin und zurück fliegt. Das ist die Verdopplung, die normal ist. Aber dieses Jahr gibt es halt diese Verdopplung der Honmeilen erstmalig. Ist doch toll. Also das heißt, ihr habt zusätzlich in 2021 eine Verbesserung. Und was auch ganz toll ist, ist, damit ihr das wisst, diese Preise gehen halt durchgängig mit Singapur 3.399, Bombay 3.999. Man muss halt immer gucken, die Bombay ist halt vom Preis her relativ hoch und gibt nur 15.767 Meilen. Singapur mit einem niedrigen Preis gibt sogar 23.258 Meilen. Also da muss man einfach aufpassen. Jetzt fragt ihr natürlich, was ist mit der Kreditkarte? Ich habe eine Kreditkarte, habe ich Honsorge Meilen? Leider nein, also die Statusmeilen, die ihr aus der Kreditkartenaktion habt, entweder als FTL oder als Senator, die zählen nicht rein in den Status, weil es sind einfache Statusmeilen, aber es sind keine Honsorge-Meilen. Deshalb müsst ihr das in eure Kalkulation mit einberechnen.
Ich für mich, der keinen Status bei Lufthansa im Moment hat, aber auch keine Kreditkarte habe, werde halt den Senator zu 100% auf Lufthansa erfliegen und damit halt auch wirklich 100% Hornmeilen bekommen. Ich habe jetzt mal einfach einen Flug nach Shanghai für euch durchgepreist und einfach als Beispiel, damit ihr mal seht, wie es geht, weil das war eine Frage, die sehr oft von euch gekommen ist. Wie buche ich das? Was buche ich? Ihr müsst erstmal ein Datum suchen, wo es passt. Ich habe Daten beliebig eingegeben für mich selber, habe dann den Flug gefunden, soll ja ab 2.759 Euro losgehen. Also insofern bin ich dann weiter eingestiegen, nachdem ich die Daten hatte, habe die Matrix von Lufthansa, die seht ihr an der Seite. Und da seht ihr, ich habe dann nicht den Flug gewählt, der direkt nach Frankfurt geht, sondern ich fliege von Helsinki über München nach Frankfurt. Warum? Weil ich dann zusätzlich nochmal 1.875 Meilen, die auch noch verdoppelt werden, zwischen München und Frankfurt sammle. Die Buchungsklasse ist hier J. Dann ganz wichtig auch ist, dass ihr beachtet, ob die Zeiten passen, weil es bringt ja nichts. Ich habe den Rückflug zum Beispiel, zeige ich euch auch hier jetzt einmal, beim Rückflug, den habe ich direkt gewählt, weil sonst wäre der Aufenthalt einfach zu lange nochmal in Deutschland gewesen. Also insofern habe ich da einmal verzichtet. Um das für euch nochmal darzustellen, für zwei Personen, der Hinflug 689,26, wie ihr gesehen habt. Ich habe da aber die 749,77 gewählt, was 60,51 Euro sind. Und nochmal zur Klarstellung, weil es mehr Meilen gibt. Und ihr könnt natürlich auch in die FCL, die in der Münchner, wie nennt man das, in dem Satelliten ist, wenn er auf ist. Ansonsten gibt es hier auch noch die Lounge, wenn die Lounges bis dahin offen sind. Ganz wichtig. Dann der Rückflug und zusammen wären das 2.888,22 Euro für zwei Personen. Und der Flug bringt euch, Hinflug wieder über München, der Rückflug geht direkt von Frankfurt nach Helsinki, 85.186 Hon-Meilen. Das ist doch super. Wenn ihr nach Helsinki fliegt, und das müsst ihr ja machen, dann macht es doch so, dass der eine Hinflug nach Helsinki euer Connector ist für den Rückflug zum Beispiel, dass ihr das so bucht, wenn es geht. Kann mehr Geld kosten, ist ganz wichtig. Aber denkt auch dran, wenn ihr den ersten Flug bucht, um da die Meilenausbeute zu erhöhen, schaut, dass ihr einen Business Special Tarif bekommt, der in Paula bucht zumindest, damit ihr da auch die Meilen bekommt und für den Hon Circle zählen. Ganz wichtig, denn Economy, es zählt einfach nicht in Economy Class. Ganz, ganz wichtig. Wer es nochmal optimieren will, kann natürlich über LOT oder sowas fliegen, aber das ist dann wieder das in meinen Augen zu viel Liebesmühe. Meine Empfehlung ist zum Beispiel, wer aus Deutschland kommt und über München fliegen möchte, sollte auch vielleicht mit derselben Maschine, mit der er zurückfliegt, hinfliegen. Das heißt also, dass man halt damit das von der Zeit her optimiert, damit man in Helsinki auch gar nicht so viel Aufenthalt hat. Ihr dürft auch gar nicht raus. In Helsinki ist es im Moment so, dass ihr nicht einreisen könnt, ihr könnt nur connecten. Das ist halt einfach eine Information. Ja, solltet ihr vielleicht einen Flug finden, Helsinki, Zürich, Zürich, Frankfurt, noch besser. Warum? Weil ihr kriegt ja für den Flug von Zürich nach Frankfurt dann nicht 1.875 Meilen, sondern 2.500 und diese werden ja auch verdoppelt. Das sind immer Hornmeilen, wovon ich rede. Also insofern eine tolle Geschichte. Was auch eine interessante Geschichte ist, ist einfach, dass ihr den längsten Flug nehmt von der Lufthansa, wenn ihr da wirklich nur auf die Meilen aus seid. Das ist Buenos Aires. Es gibt 25.072 Meilen. Und diese einfach mal 4 sind 100.000. Ihr habt ja schon 100.000, also braucht ihr nur 5-mal noch zusätzlich fliegen, sind dann am Ende des Tages, wenn ihr es knallhart von 0 auf Horn macht, dann ist es 6-mal fliegen. Und die Connecting-Flüge sind dann natürlich da, die das Ganze dann aufpolstern, um fehlende Meilen aus dem mangelnden Anfangsstatus zu kompensieren. Das ist doch eine geile Geschichte, oder? Oder ihr fliegt innereuropäisch Business Class. Da gibt es ja auch einige interessante Deals, dass man die fliegt. Das sind dann diese Swiss Business Saver, die man machen kann. Manchmal hat man Glück und sie buchen auch in eine gute Buchungsklasse. Meistens sind sie aber jedoch immer noch in Paula zu finden. Da gibt es dann halt die verminderten Grundwerte. Das wären so ein paar Insider-Tipps von meiner Seite aus. Wenn ihr noch Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt zum Hornzirkel-Status oder aber auch zum Fliegen oder zur Flugbuchung, dann stellt sie mir doch gerne und ich freue mich, wenn ich von euch höre. Einfach unten in die Kommentarspalte was reinschreiben oder mich auf WhatsApp anschreiben. Dann antworte ich euch sehr gerne, so wie ich anderen auch geantwortet habe. Danke, dass ihr bei der heutigen Folge dabei wart. Bis zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV.